Moin Leute, es gibt einen neuen Skin mit Genesis 2. Prinzip, den kann man jetzt schon bekommen, also Stand 7.11.2020. Jeder Spieler kann den sich verdienen. Es wird insgesamt irgendwann ein kompletter Tech-Skin sein, also ein Skin für den Tech-Anzug, den ihr aber auch auf jedem anderen, also auch auf Stoffrüstung und so benutzen könnt, dass ihr aussieht wie eine andere Tech-Ausrüstung. Nämlich der, wie heißt der hier? Da haben wir das Item. Was steht da drauf? Federation Exo Boots Skin. So heißt das Teil. Ich lege es mal ganz kurz an. Ihr könnt so den Schuhen unten sehen. Die Schuhe ändern sich ein klein wenig. Bis jetzt gibt es nur die Schuhe, Stand 7.11. Sobald die anderen Teile kommen, wird es immer wieder ein Video dazu geben. Also auch das wird ein Fünfteiler werden. Am Ende habt ihr halt eine ganz andere Exo-Tech-Rüstung an. So wie eine zweite Variante. Das ist die, wenn ihr den Trailer zu Genesis 2 gesehen habt. Schaut mal ganz am Ende. Sieht man im Prinzip den Charakter mit einer Tech-Ausrüstung stehen und diesen komischen Vieh auf der Schulter. Und die Tech-Ausrüstung, die er da trägt, das ist die, die man über den Skin komplett am Ende bekommt. Wie gesagt, Leute, ich werde jetzt hier alle in dem Video alle Orte zeigen. Einmal, wo das Teil so hinlaufen müsst. Ihr müsst dazu die Helena-Drohne ausrüsten. Die hat aber jeder von euch mittlerweile, denke ich mal. Ja, wer doch, wenn man den Genesis-Pass, glaube ich, hat man sie. Ich weiß gar nicht, früher muss man den Genesis-Pass haben. Falls ihr den Genesis-Pass nicht habt und ihr habt ja in der Drohne trotzdem, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß gar nicht mehr, ob das mittlerweile geändert worden ist. Auf jeden Fall müsst ihr dazu auf der Island alle so fünf Orte absammeln. Da werde ich, wie gesagt, habt hier euch die Orte mit Koordinaten zeigen, auch wie ihr da hinkommt, also den Dungeon-Eingang, weil alle fünf sind dann im Dungeon. Einfach zum Ort gehen mit der Drohne in der Hand, also in dem Slot, und dann aktiviert sich so ein Text, und wenn ihr alle fünf Texte habt, dann bekommt ihr den Skin. Und das auch, werdet ihr auch im Video sehen, dass ich das auch nebenbei bekomme, weil ich habe es auch gerade live zum ersten Mal gemacht. Gibt es ja auch erst halt ein paar Minuten. Leute, würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim ersten Standort. So Leute, in dieser Koordinate hier müsst ihr hin. Ihr habt es gerade noch gesehen, dass sie hier rumgeflogen ist. 19.6, 19.0 und 19.7, also dieser Bereich, ihr solltet euch ein bisschen bewegen. Ich bin eben hier rumgelaufen, ein, zwei Mal, und dann ist auf einmal aufgetaucht, dass sie hier was erzählen möchte. Also hier ist auf jeden Fall der erste Eintrag für die Schuhe. Der Eingang zu dem Dungeon, wo die erste Note jetzt liegt, ist ungefähr hier bei 19.3, 19.0. Da seht ihr, das ist hier im Schneegebiet. Oben links müsst ihr einfach in diese kleine Felsspalte rein und dann da durchlaufen, und dann kommt ihr dahin. So, die zweite haben wir in der Unterwasserhöhle. Hier bei 48.3, 80.3 sieht der Text, kommt auch schon direkt. Ich zeige euch gleich nochmal den Eingang. Ihr müsst hier ein bisschen aufpassen, wenn ihr reingeht, weil es halt eine Wasserhöhle ist. Also ihr braucht auf jeden Fall Wassertiere. Und im Wasser sind hier Zitterale. Ihr braucht auf jeden Fall irgendwas, was euch nicht abmounten lässt. So, und der Eingang zu der Unterwasserhöhle liegt bei 45.8, 89.2. Das ist hier relativ rechts im Wasser. Müsst ihr ein bisschen runterschwimmen und dann seht ihr hier so einen großen Eingang, und da müsst ihr einfach rein. So, die nächste ist dann bei 53.0, 83.0, 53.7. Das ist die Höhle vom Artefakt des Jägers. So, der Eingang dazu ist bei 80.1, 53.6. Hier unten so ein bisschen auf der kleinen Insel, da ziemlich mittig. Einfach hier den Gang lang laufen, und da geht ja immer so durch. Und dann einfach in den Höhlengang rein und runter zum Artefakt. So, das nächste ist bei 15.485. Das ist sogar vor der Dungeon richtig losgeht, sehe ich hier gerade. Ich hätte gedacht, man muss noch ein bisschen weiter rein. Nee, aber der Ausgang ist dann im Endeffekt direkt schon hier. Muss ich fast gar nicht großartig zeigen. Als nochmal separaten Schnitt, denn der Ausgang ist hier bei also Kano Island ist das, oben rechts. Ja, gerade der Dungeon Lake. So, hier 14.8, 85.4 ist der Eingang, ganz oben rechts. Und wir gehen zum letzten. So, das letzte ist in der schweren Wassercave. Das ist hier oben in dem Bereich ein bisschen hoch. Ihr könnt euch an diesen Pfeilern hier, also Dingern hier ein bisschen orientieren, dass ihr da hin müsst. Und hier oben ist dann die letzte Note. Ihr habt jetzt gerade gesehen, dass der Skin aufgeploppt ist. Hier habe ich ihn jetzt gerade bekommen. Da unten ist der Skin. Jetzt bekommt man im Prinzip jedes Mal. Der hier ist ein bisschen schwerer. Ich möchte noch ganz kurz auf den Eingang zu der Höhle gleich nochmal zeigen. So, und der Eingang dazu ist bei 53.6.10.
10-4. Das ist relativ weit links im Wasser. Einfach dann hier rein schon ein bisschen aufpassen. Auch hier Wassertiere, auch hier wird man auch gut angegriffen. Und ja, Leute, würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bisher. Könnt das Video, wenn ihr möchtet, ein bisschen teilen, wenn ihr Leute kennt, die das auch sehen wollen. Und wenn ihr keine weiteren neuen Update-Videos verpassen wollt, einfach ein Abo und ein Like da lassen. Würde mich mega freuen. Bis dann. Ciao.